Moin moin und hallo. Heute möchte ich euch gerne das Bedienkonzept eurer Hanseatic Waschmaschine näher bringen. So, als allererstes, man öffnet natürlich hier die Schotten, packt euer waschbares Zeug da rein, danach macht ihr wieder zu, bis es klickt und dann geht ihr auf die linke Seite, holt hier die Einspülschale raus, packt dann in die Mitte den Weichspüler, rechts für Vorwaschgang und die zwei für Hauptwäsche. Aber es geht ja jetzt primär um die einzelnen Programme, die ihr hier fahren könnt. Ihr seht hier also einen drehbaren Freund mit einem Knopf oben drauf. Dort ist der Knopf, das heißt also, dieses Programm wird dann immer aus- oder eingeschaltet. Okay? Hier auf der linken Seite, auf der Einspülkammer, seht ihr die einzelnen Programme in einer Schnelldurchwahl. Also hier seht ihr die ganzen Programme aufgelistet, was es ist mit Symbolen. Hier in der Mitte geht auf Stand, also los geht's und auf Pause. Dann haben wir hier das Symbol für nicht schleudern und hier ist das für die Temperatur. Und ihr könnt hier auch die Schaltfläche, wenn ihr diese beiden hier drückt, könnt ihr diese Schaltfläche nämlich auch dann ausschalten, dass hier eine Kindersicherung an ist. So, des Weiteren haben wir hier jetzt also die einzelnen Programme. Hier gehen wir zum ersten Programm. Das erste Programm ist Kochbuntwäsche und automatisch mit 90 Grad eingestellt. Das heißt also, hier könnt ihr Kochwäsche, Baumwolle, Leinen, Unterwäsche, Laken, Tarn, Tischwäsche, T-Shirts, Servietten und das in höchstens 3 Kilo einfüllen. Also denkt dran, ihr könnt in der Maschine ja 5 Kilo waschen, aber wenn ihr das Programm Nummer 1 auswählt, dann ist es Kochbuntwäsche, 90 Grad und 3 Kilo höchstens. Das heißt, ihr könnt hier auch einen Vorwaschgang nehmen. Den Vorwaschgang programmiert ihr dann hier drüber dazu oder nehmt ihr wieder weg. Also ich empfehle immer, keinen Vorwaschgang zu wählen. Das ist gut für die Umwelt und für euer Geldbeutel. Die Programmdauer ist ca. 170 Minuten. Das ist schon länger. Also und der Wasserverbrauch, ne, liegt bei fast 70 bis 80 Liter. Also das ist schon viel, ne, wie ihr seht. Kommen wir zum nächsten Programm. Programm Nummer 2 ist Baumwolle mit Vorwäsche und zwar 60 Grad. Das heißt, ihr seht hier, wenn ihr das auswählt, geht direkt die Vorwäsche an. Ah, merkt euch mal, das da auszumachen. Oder? Man kann es gar nicht ausmachen, wenn ich gerade das sehe. Krass. Also die setzen hier immer mit auf Vorwäsche. Das gibt's doch nicht. Was soll das? Ich will keine Vorwäsche. Na gut. Okay, also Programm Nummer 2 ist Baumwolle mit Vorwäsche 60 Grad. Das heißt sehr schmutzige Wäsche, Baumwolle, Buntwäsche, Leinen. Und hier dauert das Programm ca. 150 Minuten und es werden auch wieder um die 75 Liter Wasser verballert. So, Programm Nummer 3. Jetzt kommen wir dahin, ohne die Vorwäsche nutzen zu müssen. Baumwolle 60 Grad. Das seht ihr hier auch an dem Baumwollsymbol unter 60 Grad. Das heißt hier normal verschmutzte, farbbeständige Wäsche, Baumwolle, Buntwäsche, Leinen, Unterwäsche, Laken, Tischwäsche, T-Shirts. Die Programmdauer ist ungefähr 200 Minuten und Wasser wird verbraucht ungefähr 50 Liter. Das heißt also, ihr seht schon, viel geringer als bei Programm oder 1 und 2. Also würde ich euch empfehlen, nutzt Programm Nummer 3 meistens oder ihr geht sogar auf die Programm Nummer 4, das ist Baumwolle 40 Grad, auch normal verschmutzte Buntwäsche. Dort habt ihr dann einen Zeitaufwand von 180 bis 190 Minuten und verbraucht auch wieder 45 Liter. Und ihr seid da aber mit 40 Grad Celsius am Start. Das heißt also, weniger Heizpower bedeutet natürlich auch weniger Energieverbrauch. Okay? Jetzt gehen wir weiter zu Programm Nummer 5. Ihr habt echt ganz schön viel hier in eurem Freund. Ne? Programm Nummer 5 ist Öko-Waschen. Normal verschmutzte Buntwäsche könnt ihr hiermit waschen. Ihr ballert hier die 80 Minuten rum und ungefähr 40 Liter. Also wir gehen wieder ein bisschen runter, es ist schneller, dadurch auch natürlich günstiger. Ne? So, Programm Nummer 6 ist Schnellwasche oder die Schnellwaschgang mit 30 Grad. Steht leider jetzt hier nicht drauf, aber ihr müsst ihr wissen oder ihr schaut hier drüben, seht ihr da,
zählt auch 30 Grad. Schnellwäsche 30 Grad. Das heißt, Schnellwäsche 30 Grad bedeutet, dass ihr hier nur leicht verschmutzte Wäsche, zum Beispiel verschwitzte Wäsche oder anspruchslose Wäsche aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe einfüllen könnt. Wir haben hier 30 Minuten, es dauert meistens aber ein bisschen länger, und 40 Liter Wasser werden da durchgejuckelt. Also das hier würde ich dann sagen, für echt leicht verschmutzte könnt ihr benutzen. Also ich tendiere eher hier auf Programm 3 nutzen oder 4. Und die 6 dann wirklich bei sehr leichten Zeugs. So, die 7 ist Eco 20. Wenig verschmutzte Wäsche, zum Beispiel aus Baumwolle oder Leinen. Hier haben wir den Vorteil, dass nur 20 Grad Celsius geballert wird. Ergo wird ganz wenig Energie verbraucht. Bei 20 Grad Celsius ist richtig Kaltwäsche. Da könnt ihr jetzt natürlich keine so richtig mit Bakterien verseuchte Wäsche reinballern, weil da wird gar nichts abgetötet werden dann. Ne? Also das ist wirklich nur dann so, wenn ihr was ihr nicht so oft tragt, im Schrank ein bisschen muffig geworden ist, dann könnt ihr das super hier einsetzen und wieder refreshen. So, kommen wir. Achso, jetzt dauert das, die Eco 20 dauert eine Stunde ungefähr und verbraucht auch wieder 40 Liter Wasser. Ne? Kommen wir zum nächsten Programm. Nummer 8. Nummer 8 ist Pflegeleicht 60 Grad. Pflegeleichte Synthetik, wie zum Beispiel, was haben wir da im Angebot? Wir haben zum Beispiel Blusen, Strümpfe, Hemden aus Polyester, Polyamid oder Mischungen etc. Oder du kannst natürlich auch Baumwolle da reinballern. Ne? Also 60 Grad ist 60 Grad, ne? Pflegeleicht. Pflegeleichtprogramm ist immer gut, 90 Minuten rödelt das Ding und braucht ungefähr 45 Liter Wasser. Also auch eine gute Alternative. Nummer 9, Pflegeleicht 40 Grad, wie das Programm, was ich euch vorher schon gezeigt habe, aber halt in 40 Grad. Das heißt, die Wäschestücke, die für zum Beispiel weniger Grad Celsius gebraucht werden können, könnt ihr hier reinballern. Das heißt also, wie das Programm Nummer 8, Pflegeleicht 60, jedoch für Wäschestücke, die nur für 40 Grad geeignet sind. Ne? Also hier wird es ein bisschen kühler und an der Energieverballerung bleibt aber alles gleich. Wir brauchen auch 60 bis 80 Minuten und brauchen auch 45 Liter Wasser für dieses Programm. Also es ist Pflegeleicht 40 Grad. Und ja, da gibt es einfach ein, das ist sozusagen hier, ihr könnt hier sehen, dieser Bereich ist der pflegeleichte Bereich. Pflegeleichte Wäsche, die halt 60 Grad und da stützen hierhin, 40 Grad hier. Und jetzt kommen wir zum 10er. Das 10er Programm ist pflegeleicht kalt. Gering verschmutzte Wäsche, Synthetikstoffe, Mischgewebe, Nylonstrümpfe, Blusen zum Beispiel, mit dem ein Waschmittel gewaschen werden soll, das für niedrige Temperaturen optimiert ist. Das heißt also, hier wird richtig kalt geplanscht. 20 Grad Celsius circa wird das wohl sein. Ihr braucht 75 Minuten für das Programm und ungefähr 45 Liter Wasser. Wow, wow, wow. Das ist dann auch wieder das zum Aufbitschen von eurer Wäsche, wenn die zum Beispiel bei euch im Schrank war und zu lange da drin lag, könnt ihr hier dieses Programm gut benutzen. Ne? So, jetzt kommen wir zum Programm Nummer 11. Nächster Reiter, Programm Nummer 11, hier seht ihr schon, das ist Feinwäsche. Oh, die feine Wäsche. Feinwäsche, Programm Nummer 11, ist 30 Grad Celsius, leicht verschmutzte Baumwolle, Buntwäsche aus synthetischen Stoffen oder Mischgewebe, so wie für empfindliche Wäsche. Empfindliche Wäsche seht ihr ja daran, dass es solche Stoffe sind, die als Feinwäsche deklariert sind. Hier braucht ihr ungefähr 90 Minuten und 56 Liter Wasser. Also das ist schon mal was, ne? Das ist jetzt nicht wenig. Okay, das ist also die Feinwäsche. Guckt genau, was ihr da reinballert, denn das ist eher für eure zarte, knosprige Wäsche da. Und es ist auch nur 30 Grad, also da ist jetzt die Reinigungspower nicht so der Burner. So, aber wo kommen wir jetzt hin? Nur 12 ist Wolle 30 Grad. Das heißt also, mit dieser Maschine könnt ihr auch explizit Wolle waschen. Hand- und Wollwaschgang, sofern ihr Wolle habt oder ein Handwaschzeugs.
Das heißt also, hier geht es nicht so schnell in Schleuderbewegungen, auch wie bei der Feinwäsche. Dort hier, ne, wird immer weniger geschleudert oder ganz ausgesetzt. Hier vorne wird zum Beispiel mehr geschleudert als da hinten. Und dann wird auch anders gechillt zwischen den einzelnen Wascheinlässen. Das heißt also, das Waschmittel wird eingeführt, dann chillt das erstmal 10 Minuten, dann wird es weiter gewaschen. Bei den anderen Programmen geht das so ein bisschen schneller. Ne? Das heißt also, hier Wolle hat so einen speziellen Rhythmus drin, so einen Groove. Ne? Hand- und Wollwäsche könnt ihr daran machen. Wir brauchen dafür 73 Minuten circa und ungefähr 50 Liter Wasser. Also das ist schon viel. Ne? Das ist schon was, Leute. So, nächstes Ding. Was haben wir denn hier? Dieses Zeichen heißt spülen. Zum Beispiel könnt ihr hier, das dauert eine halbe Stunde und braucht dann ungefähr 40 Liter Wasser. Da wird einfach mal eure Wäsche, die da drin ist, nochmal durchgespült. Wenn ihr zum Beispiel drin lag und ihr wart nicht zufrieden mit dem Ergebnis, dann könnt ihr da nochmal eine Spülung hinterher zwiebeln. Nur bedenkt, 40 Liter Wasser gehen wieder durch. Ne? Wenn ihr dann auf das Ding hier geht mit dem Rotationssymbol, das ist Schleudern. Das heißt also, wenn eure Wäsche hier drin war und sie wurde jetzt nicht geschleudert im Waschgang selber, dann könnt ihr, zum Beispiel Stromausfall war, dann könnt ihr auf dieses Programm hier gehen und sagen, ich möchte wenigstens, dass meine Wäsche noch geschleudert wird, damit sie etwas trockener aus der Wäsche kommt, denn durch das Schleudern, durch die Zentrifugalwirkung, die dann nach außen gerichtet ist, wird das Wasser ja nach außen abgetragen, durch diese kleinen Nippelchen geht es dann weg und dadurch ist eure Wäsche da drinnen etwas getrockneter als vorher. Ne? So, und wenn ihr ins letzte Programm kommt, das hier mit diesem komischen Gebilde da, dann heißt das, dass ihr einen Stromausfall zum Beispiel hattet und das Wasser noch hier drin steht. Dann solltet ihr nicht als erstes, solltet ihr nicht hingehen und hier unten die Service-Luke öffnen und das rauslaufen lassen. Das geht natürlich auch. Nur erstens, wenn ihr 90 Grad Wäsche gemacht habt, ist es kochend heiß. Ihr verbrüht euch den ganzen Boden, ihr verbrüht euch die Füße etc. Deshalb dann erstmal, wenn Strom wieder da ist, abpumpen. Dann zum Beispiel Wäsche nochmal spülen, schleudern und wieder rausholen. Oder ihr macht einen neuen Gang dann, ne? Ein neues Programm. Aber es kann ja sein, dass ihr wirklich nur abpumpen wollt, die Maschine leer pumpen wollt. Dann macht das Programm hier, dieses Programm und dann geht es los. Ne? So haben wir jetzt alle durch. Wenn wir dann wieder auf Null zurückstellen, dann geht auch hier wieder der Freund aus. Das heißt also hier, nochmals gesagt, hier drüben haben wir den Knopf für Vorwaschgang oder nicht. Vorwaschgang ist Sektor Nummer 1. Dann, wenn ihr hier Waschmittel reinmacht, dann wird dieser durch die Vorwaschoption mitgespült. Wenn ihr das ausmacht, dann wird nur die Kammer 2 gespült und die mittlere für den Weichspüler. Hier startet ihr die Maschine und dort wird dann mit kein Schleudern, also ohne Schleudern gemacht. Schleuderstopp, keine zu starke Vibration, keine zu starke Schleuderfunktion sind dort verfügbar. Und alles, was ich gerade euch erklärt habe, steht in Kurzform noch auf eurer Maschine auf der linken Seite. Dann seid ihr immer up to date mit eurer Hanseatic Waschmaschine. So, hier steht dann, dass erwartet, dass es losgehen soll. Wir müssen jetzt hier drauf drücken, geht's los. Und hier, wenn dann das Bullauge geschlossen ist und gelockt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.